Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Schicksalsklinge HD. Wir sind immer noch in der Goblin-Höhle, aber die Kämpfe klappen jetzt wesentlich besser und wir kommen also schneller voran. Dies ist offensichtlich die Schatzkammer der Goblins. In einer Ecke liegt ein kleiner Haufen funkelnder Silberstücke. Uhu, 7 Silberstücke. Wahnsinn, das ist natürlich ein richtiges, eine Goldader, die die hier haben. Ja, Fackeln, die wir noch nicht nutzen können. Die gehen nämlich, soweit ich weiß, nicht. Brauchen wir auch ein Zünderkästchen für. Ja, nur wegwerfen. Tja, sonst ist hier nichts. Vor euch in der Wand ist ein Loch. Wollt ihr hineingreifen? Da wieder sicherheitshalber speichern, weil man bei sowas Krankheiten kriegt, weil dann irgendwelche Ratten oder so drin sind. Deswegen gehen wir nochmal einen Schritt zurück und wieder nach vorne. Vor euch in der Wand ist ein Loch. Ja. Wurde von einer Ratte gebissen. Die Wunde sieht ziemlich tief aus. Ja, das ist gar nicht gut. Aber er hat keine Krankheit oder so erlitten dadurch. Aber bevor wir da nicht irgendwie doch was noch passiert, laden wir lieber mal neu. So, das sieht doch schwer nach Geheimgang aus. Bisschen Qualm. Vor euch in der Wand. Nein, wollen wir nicht. Ich hab Nein gesagt. Okay, hier gibt's also nichts weiter zu tun. Hier liegt ein totes Wildschwein, offensichtlich frisch ausgeweidet. Wollt ihr eure Rationen auffüllen? Nö. Wer weiß, was da für Krankheiten dranhängen. Ah, und Jamila ist aufgestiegen. Sollten wir vielleicht gerade mal bei der Jamila dann noch machen. Und bei ihr gehen wir ganz klar auf Körperkraft. Ah, Charisma muss ich steigern. Da mache ich das nächste Mal. Das hätte ich gerne auf 14 Charisma. Bei ihr. Ja. Gefahrensinn, Sinneschärfe. Schlösser, ganz klar. Und wir müssen Stichwaffen erhöhen. Nein, bitte, bitte, bitte. Das war die letzte Chance. Danach hätte ich es nicht mehr steigern können. Und wir brauchen Klettern. Wir brauchen Schwimmen. Wenigstens eins da. Und die restlichen 6 gebe ich hier bei Gesellschaft rein. Schätzen, besser handeln zu können. Menschenkenntnis. Gassenwissen. Ah, nicht geklappt. Schade. Ja, das war nicht so gut, aber wir spielen trotzdem so weiter. Sind wir hier schon drin gewesen? Nein, sind wir nicht. Dies ist offensichtlich die Schatz. Nee, da waren wir schon drin. Wieso wurde das denn nicht angezeigt? Hier ist irgendwie noch ein dunkler Fleck. Also diese Map hier, die finde ich nicht so gut wie in den Städten gemacht. Das ist sehr unübersichtlich. Der Goblin vor euch kann sich kaum auf den Beinen halten. Er liegt im Sterben und dennoch versucht er, seinen Säbel zu ziehen. Wollt ihr... Na, ihn stehen lassen. Der ist sowieso schon ein. Die Sache erledigt sich ohnehin in just diesem Moment. Denn der Goblin bricht vor euren Augen zusammen und ist tot. Tja. Mögen Golgariths Schwingen ihn dahin tragen in Borons Reich. Ach nee, das ist ja... An der Decke hängen mehrere seltsame Gebilde. Wollt ihr sie euch ansehen? Das ist ja Tairach bei denen, der Totengott. Ja, schauen wir uns mal die Gebilde an. 10 wütende, aufgeschreckte Fledermäuse, als die sich die Gebilde entpuppen, segeln nur knapp über euren Köpfen vorüber in die Finsternis.
Huch, ja, das hat uns bestimmt erschreckt. Da haben wir bestimmt ein paar Abenteuerpunkte auch für gekriegt. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ich würde sagen, das war die Höhle jetzt. Auch wenn das hier ein bisschen komisch so aussieht, aber mehr gibt es hier nicht. Und wir machen uns mal auf, zurück in die... wieso geht sie da nicht hoch? Sind wir hier falsch? Hier liegt ein großer Berg von... Nein, wollen wir nicht. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Bär, ne? Was zur Hölle ist das? Kommen wir hier nicht mehr raus? Das wäre natürlich fatal. Vor euch in der wurde Ratte. Hallo, ich habe Nein gesagt. Der hat auf jeden Fall keine Krankheit momentan. Hier liegen. Yeah. Irgendwo oben gegen die Wand gedrückt. Ihr befindet euch auf dem Weg von Felsten nach Orkanga. Was wollt ihr tun? Ja, wir reisen natürlich weiter. Da sind wir Gewaltmarsch. Wir müssen schnell unsere Waren verkaufen. Hoffentlich werden wir nicht mehr angegriffen. Ja, also die Karte ist echt schön. Orkanga! Juhu! Ja, und es ist viel flüssiger als das letzte Mal. Also so lässt es sich doch jetzt spielen. Ich glaube schon fast, dass ich jetzt so spielen werde mit Maus. Das ging das letzte Mal so gut wie gar nicht. Aber jetzt bleibt er ja konstant bei 60 Frames. Also das ist ja super. Ich glaube, es hat sich auch schon wieder was an den Gesichtern getan, oder? Das klappt ja immer besser. Ja, erkunden wir uns erstmal hier über das Gebiet. Was haben wir denn hier? Nicht angezeigt. Okay, auf jeden Fall sind hier zwei Tavernen. Auf jeden Fall sind da drunter diese goldenen Symbole, dass wir da hin müssen. Da hinten ist ein Händler. Das ist schon mal gut. Gehen wir hier raus. So, das ist das Händlerhaus, würde ich sagen. Gemischtwaren Gero von Fexkaya. Kaya, ich weiß auch nicht warum. Das habe ich schon bei meinem ersten Let's Play drüber gemacht. Genau, sie kommt nach vorne. Sie wird wieder handeln. Hallihallöchen. Verschiedenste Waren sind so hoch gestapelt, dass die Gestalt des Händlers beinahe dahinter verschwindet. Neben Novadi geprüften Schlafsäcken und nach scharf stinkenden Fellen gibt es auch allerlei Tand und Zierat. Die Händlerin zwinkert euch freundlich zu. Was darf es sein, werte Kunden? Lasst uns mal eure Waren genauer ansehen. Das ist beinahe das gesamte Sortiment am Garita Mark. Wo habt ihr das her? Meine werten Abenteuer. Das hier ist der Norden. Es kommt jeden Mondlauf mindestens einmal vor, dass ein reicher Händler aus der Durchreihe das käme. Standardsatz. Fex wird euch segnen. Habt ihr vielleicht auch Schicksalsklinge im Angebot? Ja, die hätten wir gerne. Der antwortet da nicht drauf. Ja, so dolle ist sein Sortiment auch nicht, oder? Wir nehmen uns mal ein Zunderkästchen mit. Netz brauchen wir nicht. Eine Hacke?
Waren kaufen. Ein bisschen falschen, das haben wir gerade nochmal erhöht. Legt noch was drauf. Ach, komm hier, 5. Also, wenigstens 5%. Und die kriegt mein Schmied, würde ich sagen. Mein Zwerg. Und wir verkaufen den ganzen Prull, den wir jetzt gerade bekommen haben. Ein Rapier behalte ich mal als Ersatz, weil es soll jetzt, glaube ich, kommen, dass die kaputt gehen, die Waffen. Das wird noch lustig. Kurzbogen. Ganzen Säbel. Können weg. Lederzeug. Die da? Ne, so. Ja, wir sehen auch immer, wer das hat, wenn wir da drin sind. Wenn ich jetzt hier auf die Waffe klicke, dann sieht man, bei ihm ist das jetzt erschienen. Jo, können alle weg. Ein Schwert sollten wir vielleicht behalten. Das geben wir dann als Ersatz der Taliomehl. Den Silberschmuck verkaufen wir. Ja, Nahima kann die Krötenhaut nicht mehr tragen. Und auch nicht das Lederzeug. Also weg damit. Waren verkaufen. Oh, bitte klapp jetzt. Boah, 35% rausgehandelt. Supi, du hast nicht zufälligerweise ein Hemd bei dir? Nö. Da könnte ich nämlich wenigstens einen Rüstungsschutz kriegen für sie. So, das war doch schon mal was. Und dann würde ich sagen, suchen wir jetzt hier noch ein paar Sachen auf. Hier ist auf jeden Fall eine Taverne. Was ist das hier? Ein Schmied oder sowas, ne? Ist das? Ah, ein Heiler. Okay. Der verkauft keine Sachen, oder? Der kann nur heilen. Er kann nur heilen. Okay. Dann wieder weg da. Tempel. Ah, ein Fuchs. Fex-Tempel. Hilft dir selbst, dann hilft dir Fex. Hallihallöchen. Ja, und da wir gerade so schön falschen konnten, spenden wir doch mal gerade mal so 10 Dukaten. Ja, bitteschön. Einmal beten. Deine Bitten um ein Wunder werden nicht erhört. Ja, das macht nichts. Der Listige wird uns trotzdem wieder demnächst beistehen, da bin ich mir sicher. Okay, das ist ein Schmied, tippe ich mal drauf. Mit dem Hammer. Und 2 Tavernen. Orkentod. Taverne Orkentod. Was gibt's Neues? Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es viele Betrunkene und nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Ja, ihr habt doch sicher ein paar Informationen. Nicht so hastig, meine Freunde. Ah, dann los, bring's her. Kurze Zeit später stehen die bestellten Biere auf der... Tja, und schon ist er wieder weg. Zu euch an ja, die Theke. Komm doch mal ran. Wirt, bring dein gutes Hausbier für mich und meine Freunde. Gestatten... Swaffnet Allhilfsdotter. Aha. So ein Zufall, wir suchen euch nämlich. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich suche dich bestimmt nicht. Darum machen wir mal das. Das ist wohl irgendwie noch verbuggt. Erzählt ein wenig über den Ort, seine Geschichte und von Heldentaten, die angeblich vollbracht hatte, ehe er sein Leben in ruhigere Bahnen lenkte. Das für euch in... Tja, mein... Tja. Ihr schaut euch ein wenig um. So, auf den Heimweg. Hat wohl etwas über den Durst. Ja, irgendeiner ist schon wieder blau. Es bereitet sichtlich Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen.
Nach einigen weiteren Schritten übergibt sich, geräuschvoll unter den pikierten Blicken einiger Passanten. Tja, hier scheint es keine Taverne zu geben zur Übernachtung. Tja, das ist schlecht. Ihr betritt der Wirt. Nicht so hastig. Ja, komm. Schon ist er wieder weg. Wirt, gestatten, stets zu Dienst. Den suchen wir aber nicht. Hallo, ich kenne die gar nicht. Erzähl. Randa Beres Dotter hat einen kleinen Naden in Klarnik. Ja, tja, das ist ja ein Ding. Es ist immer noch nicht besonders viel los hier. Taverne verlassen. Hat wohl etwas über den Wir machen auf jeden Fall jetzt nur noch ein bisschen tanzen. Schwierigkeiten. Wer soll tanzen? Und zwar hier. Sechs Heller, ja, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, ein bisschen musizieren, mein Elf. Zwei Heller. Das lohnt sich ja hier gar nicht. Geiziges Kaff! Ja, da wir hier keine Übernachtungsmöglichkeit haben. Oh, doch, da hinten. Da hinten ist doch eine. Super. Juhu, juhu. Essen und Trinken, 4 Silbertaler, machen wir. Und wir hätten gerne auch noch ein Einzelzimmer pro Person, 1 Silber. Und rasten mal. Gerade mal gucken, was wir für Kräuter bei uns haben. Haben wir Tanelen. Vielfältige Eimer, Tanele. Kann ich die schon zu mir nehmen? Kann man noch nicht zu sich nehmen. Na supi. Ja, dann schlafen wir mal 14 Stunden, ja. Ja, ein bisschen hat es ja schon wieder. Aber das wird ja auf der Reise noch was höher gehen. Und dann, oh, es hat angefangen zu schneien. Würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Break. Und werden uns im nächsten Video dann aufmachen, weiter Richtung Klarnik. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.